Hallo und herzlich willkommen zum Technikbuch am Sonntag beim Stempelpalast. Heute schauen wir uns die Acrylblocktechnik an und ich habe für euch einen Kurztipp, bevor wir beginnen. Als ich mein erstes Set Acrylblöcke hatte, habe ich hier an den Seiten am Block, hier kann man das vielleicht sehen, so einen Stempel gehabt, ein Klebchen gehabt, wo mein Name drauf stand, damit man sie erkennt und damit ich sie immer wieder finde. Und hier könnt ihr sehen, hoffe ich, dass hier ist so der Rest vom Klebchen noch dran. Kann man das so ein bisschen sehen? Ja, ne? Ich habe das Klebchen nämlich einfach abgewaschen mit Wasser und Seife, so wie ich ab und zu die Acrylblöcke sauber mache, aber das Klebchen hält das nicht aus. So, und hier, ich hebe nochmal die Karte hoch, kann man nämlich erkennen, hier klebt auch irgendwas, weil einer meiner Teilnehmer gestempelt hat auf einem klebenden Teil. Also erst geklebt und dann gestempelt und dann passiert auch so etwas. Das habe ich sowohl als auch das unter Wasser mit Spülmittel nicht sauber bekommen, aber ich nehme mir einfach ein Taschentuch und den Alkohol, den ich neulich schon mal im Video hatte, ich habe mich zurückgehalten, ihn nicht auszutrinken. Und Daniela hatte mal die Frage, was das für ein Alkohol war. Ich halte jetzt noch mal mein Schildchen ins... Ich will ja keine Werbung machen. Apropos Werbung, habt ihr schon gesehen? Ja, steht jetzt Dauerwerbesendung, denn YouTube ist sich nicht mehr so ganz sicher, ob wir hier nicht eine Werbung machen für etwas. Und streng genommen tun wir das ja auch. Wir machen Werbung für uns Demos und für unsere Produkte von Stamping Up. Also ist das eine Dauerwerbesendung. Vielleicht ist es dir letztes Mal schon aufgefallen, aber jetzt steht es garantiert oben. Gut, haben wir das auch geklärt. Also, Kurztipp, Alkohol, Taschentuch und dann kannst du hier einfach wiet. Und dann haben wir noch die Stelle mit dem Klebchen. Da kannst du auch einfach so ein bisschen drauf rumreiben. So. Und dann, schwupp. Ist der Acrylblock nass? Oh, Entschuldigung. Ich habe mir übrigens einen neuen Halter bestellt, damit ihr nicht mehr so wackelt. Ja, genau. Hatte ich erzählt, dass mein Nachbar gerade... Nee, hatte ich im letzten Video erzählt. Ich drehe alle Dezember-Videos tatsächlich auf einmal. Das ist der Hammer. Also, ich drehe alle Dezember-Videos auf einmal, weil ich sonst einfach nicht hinterherkomme. Darum habe ich vor ungefähr 2,5 Minuten das Video gedreht, was ihr am ersten Advent gesehen habt, zum Thema Stempeln mit Frischhaltefolie. Und drehe jetzt 2,5 Minuten später und der Beweis, ich war immer noch nicht weg und habe mir neue Nägel machen lassen, das Thema Acrylblocktechnik und muss gleich auch noch das dritte Thema drehen. Das wird nämlich dann Stempeln mit Gummibändern sein. Und ich habe schon vorhin im letzten Video erzählt, dass es ja heute irgendwie unmöglich ist, Videos zu drehen, weil entweder bohrt der Nachbar 100 Löcher in die Wand oder die Müllabfuhr kommt oder eine Schar von Krankenwagen und Polizeiautos ist hier heute auch schon vorbeigefahren. Und ja, jetzt ist das eingetreten, was ich eigentlich nicht wollte, nämlich... Ich hoffe, ihr habt nicht so laut gehört, dass der Nachbar hier schon wieder bohrt. Gut, wir machen einfach schnell weiter. Jetzt hämmert er nämlich gleich noch die Dübel in die Wand. Das macht er nämlich schon den ganzen Tag. Gut, Acrylblocktechnik, genau. Eigentlich, jetzt habe ich das da genau wieder reingelegt. Ich bin doch auch echt ein Held heute. Jetzt noch mal schnell hier so, sonst haben wir das gleich in unserem Stempelabdruck. Aber den benutze ich noch nicht, den benutze ich gleich erst. Ich habe mich heute entschieden für Blautöne.
Marineblau und Ozeanblau. Und habe mir zwei Acrylblöcke ausgesucht. Ich habe noch was vergessen. Eine Sekunde. Ich zuppel das eben hier aus dem Schrank. So, wir brauchen unsere Stempelunterlage. Ganz wichtig. Denn wenn wir einen Gummistempel benutzen, kann ich euch mal eben zeigen, dann hat dieser Gummistempel ja einmal die Stempelauflage und er hat eine flexible Fläche darunter, wo man die so ein bisschen nachgibt, wenn man stempelt. Bei unseren Polymerstempeln fehlt diese Fläche. Aber es ist immer noch Gummi und es ist immer noch so ein bisschen beweglich. Jetzt stempeln wir mit dem Acrylblock. Da ist nichts mehr beweglich und damit wir irgendwie noch ein schönes Ergebnis aufs Papier kriegen, müssen wir jetzt unten drunter ein bisschen Weiches haben. Oh, und schon wackelt ihr wieder. Deswegen die Stempelunterlage benutzen. So, Marineblau, großer Abdruck. Einfach Acrylblock, rein ins Kissen. Schön satt Farbe aufnehmen. Das kann man auch sehr schön ja kontrollieren. Da fehlt noch was, hast du gesehen? Klebt ein bisschen. So. Und dann einfach hier so pupp, aufs Papier. Schön andrücken und wir haben einen Stempelabdruck. Wenn ihr den jetzt noch satter haben wollt, müsst ihr das Stempelkissen noch voller Farbe füllen oder halt nochmal drüber stempeln. Ich finde das eigentlich ganz hübsch, so wie es ist mit meinem halb leeren Stempelkissen. Wisst ihr, woran ihr halb leere Stempelkissen erkennt? Ich habe das neulich schon mal in so einem Video gezeigt. Dann kriegt es hier helle Flecken. Es ist nicht mehr ganz so satt. Dann könnt ihr das nachfüllen. So, aber wir wollen ja hier... Ich finde den Effekt wirklich sehr schön. Deswegen lassen wir das einfach mal so, wie es ist. Und dann nehmen wir noch die nächste Farbe gleich dazu. Und hier noch einen... So ungefähr. Das ist Acrylblocktechnik. Da kann man dann auch ganz nette Sachen machen. Hab natürlich, zeige euch das nochmal eben von nahem. Wenn denn der Herr hier auch möchte. Hallo, hier spielt die Musik. Find er nicht so witzig, ne? Na, Aufnahme ist echt nicht so sein Ding, würde ich sagen. Hab natürlich wieder für euch was vorbereitet. Das Ganze mit Brauntönen und Kupfer. Ich hoffe, euch gefällt das. Das kommt natürlich in unser Technikbuch für heute, 10. Dezember, 2. Advent. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis gleich in einer Woche.